Zum fünften und letzten Mal sind wir heute mit dem Hofreport beim Hähnchenmester und Sauenhalter Eilers im niedersächsischen Lengerich. 190 dänische Sauen hat Alfons Eilers. Beim letzten Report hat er uns vom Einsatz der Ammensauen und seinen Erfolgen bei der Ferkelerzeugung berichtet. Heute zeigt er die Gruppenhaltung tragender Sauen, auf die der Landwirt im April 2012 umgestellt hat. Auch aus Platzgründen hält er die Tiere in Großgruppen, in Selbstfangbuchten mit Wippen, je 44 Altsauen in zwei Abteilen. 2,05 Quadratmeter stehen jedem Tier zur Verfügung, inklusive der Fläche unter den hochgelegten Trögen. Alfons Eilers ist zufrieden mit dem System. Die Sau liegt auch gerne mit dem Kopf unterm Trog. Die Lüftung ist auch dementsprechend von früher schon so gewesen, dass oberhalb des Futtergangs halt eine Rieseldecke war. Von hier aus strömt die Luft an der Wand lang in den Sauenbereich rein und die Sauen haben es eben ganz gerne, wenn die frische, kühle Luft von vorne unter die Nase kriegen. Also ein kalter Kopf, warmer Hintern, da steht eine Sau wohl drauf. Liegen auch unheimlich gerne in den Buchten. Wenn man hinter mir so guckt, es laufen nicht viele Sauen rum. Und es ist nicht so, dass die Sauen nicht offengestellt sind. Jede Sau kann raus, wenn sie möchte, aber wollen sie gar nicht. Die haben ihre Ruhe und fühlen sich so eigentlich pudelwohl. In den 20 Jahre alten Ställen musste er die Spaltenböden austauschen, die Tröge erneuern und zum Teil neue Laufflächen bauen lassen. Den Güllekeller brauchte Alfons Eilers nicht zu verändern. Zum Glück, sagt er, so ist sein Betrieb relativ gut mit der Umstellung auf die Gruppenhaltung klargekommen. In den alten Ställen hätte er sowieso einiges erneuern müssen. Der Tierarzt kommt. Er soll die Sauen im Deckstall scannen. Per Ultraschall kontrolliert er, ob die Tiere noch trächtig sind. Das Ergebnis ist eindeutig. Alle Sauen sind tragend. Heute ist der 26. Tag ihrer Trächtigkeit. Sie müssen also noch am gleichen Tag in die Gruppenhaltung umgestellt werden. Was ist, wenn ein Tier umrauscht, das heißt nicht mehr trächtig ist? Je nachdem, wie die Sau, was für Werte die Sau hat, das heißt leistungsmäßige Werte. Eine Altsau fliegt eventuell raus, das heißt geht zum Schlachter. Jüngere Sauen mit vernünftigen Ferkeln oder Leistungen in den letzten Würfen haben eine zweite Chance. Eine Sau, die dann zum zweiten Mal umrauscht, geht auf jeden Fall zum Schlachter. Dann schaut Alfons Eilers noch zu den Jungsauen. Der Betrieb arbeitet im 3-Wochen-Rhythmus. Alle 9 Wochen werden Jungsauen geliefert in geteilten Altersgruppen mit 160 und 180 Tagen. Sie stehen in einem offenen Stall. Auf Stroh stelle ich die Jungsauen, damit das Magenvolumen vernünftig ausgewertet wird. Wenn es möglich ist, nehme ich da Sommergerstenstroh zu oder halt sehr gutes Roggenstroh. Sollen auch wirklich Stroh aufnehmen. Und das machen sie auch, das merke ich nachher, wenn die Sauen das erste Mal im Abwehrgestalt stehen, ist Magenvolumen vorhanden und die säugen dann halt nicht so stark ab. In dem Strohstall sind außerdem 2 Breiautomaten, die Sattfutter bieten. In Quarantäne stehen die Tiere mindestens 4, meist aber 6 Wochen. Eine klinisch getrennte Lösung sei in seinem Betrieb nicht möglich, aber eine gewisse Abschottung von den Stammsauen schon. Bei Lieferung schon auf der Rampe vom LKW werden die Sauen fertig geimpft. Die sind zum Teil vorgeimpft mit PRS und Zirko, Glässer. Und der Booster wird bei uns gesetzt. Und die Sauen, die länger im Quarantänestall stehen, also die jüngsten Sauen, die werden eventuell dann auch schon im betriebseigenen Rhythmus dann mit eingeführt. Also besser mal eine Impfung mehr, als dass zwischen den Impfungen zu viel Platz ist. Die Erstbelegung erfolgt zwischen 230 und 250 Tagen, zum Teil auch erst bis zum 270. Tag. Eilers betont, dass seine Tiere lange leben sollen. Sie müssen zunächst eine vernünftige Größe aufbauen. Ziel seien 13 oder 14 abgesetzte Ferkel beim ersten Wurf. Er habe durchaus Sauen im Stall mit insgesamt 11 bis 12 Würfen und 150 abgesetzten Ferkeln. Es ist für mich einfach wichtig, dass das Erstferkelalter hoch genug ist, weil ich die Sauen auch nicht so schnell remontiere. Wir liegen nicht mal bei 40%, was ja eigentlich Standard ist. Und dadurch kann man die Sauennutzung oder die geplante Lebenszeit etwas ziehen. Schließlich ist es Zeit fürs Mittagessen. Bei den Eilers wird das jeden Tag von Oma Gertrud gekocht. Sie erfüllt jeden Sonderwunsch. Und wer nicht rechtzeitig am Tisch sitzen kann, für den liefert sie auch später noch eine warme Portion.
Das Hofreport-Team verabschiedet sich nun für 2013 vom Betrieb Eilers, bis es im nächsten Jahr wieder heißt: Film ab von einem Hof in Niedersachsen.